Ein kleines Update heute. Heute Not von oben. Ich filme jetzt vom Stativ aus. Da unten könnt ihr die ersten Pflanzen sehen. In dem Fall sind das Kartoffeln. Hier unten könnt ihr zwei meiner Treibhäuser sehen. Das sind ganz einfache Kisten aus dem Baumarkt. Die werden über die Nacht zugemacht, damit die Pflanzen das dann in der Nacht wärmer haben. Also hier unten in der ersten Kiste sind zwei verschiedene Petersiliensorten und in den zwei weiteren Kisten ist Basilikum. Das Ganze habe ich jetzt so positioniert, dass ich links und rechts gehen kann. Also in dieser Kiste, die zwei runden Becher sind einfach Becher von Buttermilch. Da habe ich bereits von der ersten Aussaat die Tomaten jeweils drei Stück drinne. Danach die zwei, das sind die Becher von Joghurt. Da ist Kresse drinne als Substrat. Lasst mich mal kurz nachdenken. Kokosnusserde. Da habe ich jetzt aber Schwierigkeiten, da die Pflanzen, die jetzt ausgekeimt sind und angefangen haben zu wachsen, die haben Substrat mitgenommen und auf diesem Substrat lagen auch Samen von Kresse und ja, das ist das Problem, was ich jetzt habe. In der Schale da ganz hinten sind Tomaten aus dem letzten Jahr, wer das bereits kennt. Die haben ganz gut gekeimt. So, wir sind einen Schritt weiter. Da unten könnt ihr meine Sprühflasche sehen. Da oben sind die Deckel von den drei Kisten. Also die Kisten nenne ich Treibhäuser. Genau, jetzt links. Da oben ist Minze. Da unten ist noch eine Kräutersorte. Die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. In den zwei Kisten ist Lauch bzw. Steckzwiebeln. Die habe ich bereits geerntet, also Lauch habe ich bereits geerntet, was auch wunderbar ist. Hier sind weitere Tomaten. Wie gesagt, ich habe die Kisten für die Tomaten und die ganzen upcycelnde Verpackungen, die finde ich auch richtig gut, dass man auch was für die Umwelt tut und auch für sich, für den Garten. Das hier ist einer meiner Regale. Hier links in der Ecke, das ist Zwiebel. Ich habe das aus dem Baumarkt, Handel sowie also als Lauch bekommen und daraus wird dann sich daraus werden sich dann die Zwiebeln entwickeln. Das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht. Wenn ihr jetzt auf meinen Kanal geht, könnt ihr das dann eventuell finden. Ihr könnt auch gerne auf die Startseite von YouTube gehen und dann meinen Kanalnamen eingeben und dann seht ihr, wie viele Videos insgesamt ich schon habe. Selbstverständlich habe ich so gut wie alle Videos in den Playlists. Da in der Mitte könnt ihr die drei Kartoffeln sehen. Die waren so gut wie alle nicht weit auseinander dann zur Keimung gebracht worden. Und diese drei lasse ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich die jetzt einpflanzen werde oder nicht. Wie gesagt, das ist jetzt die Abitur-Arbeitsgemeinschaft und hier geht es ums Wissen und Experimente. Und das ist einer der Experimente. Einfach schauen, wie die Kartoffel sich entwickelt. Sie bekommt einfach nur Wasser, Licht. Deshalb ist sie auch ein bisschen grün geworden. Die Frage habe ich noch nicht beantwortet, warum die grün geworden ist, also welche Stoffe. Ich weiß, dass die giftig sind, beziehungsweise dann, wenn man sowas essen würde, man Magenprobleme bekommen würde.
Aber wie gesagt, das ist noch nicht alles beantwortet. Da unten sind noch die Steckzwiebeln, die sind am wenigstens entwickelt. Und hier kommen wir schon zum Ende des Videos.